Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Review einer Uhr, einer Orient-Uhr. Sieht aus wie ein Unboxing, ist aber gar kein Unboxing. Insofern, als dass diese Uhr schon seit ein paar Monaten bei mir im Besitz ist und ich habe die schon getragen. Also sie ist jetzt nicht wirklich neu. Ja. Trotzdem wollte ich euch mal zeigen, was für eine schöne Box das ist. Die Uhr kommt auf einem Kissen in dieser Box. In der Box steht nochmal drin, Orient. Es gab dann auch noch hier diesen schönen Anhänger. Den habe ich natürlich abgemacht. Aber da steht die Typbezeichnung drauf. Vielleicht ganz interessant, wenn man mal schauen will, wo es diese Uhr zu kaufen gibt. Das ist FAA02005D9. Ja, wie gesagt, eine ganz hübsche Box. Die Uhr auf einem Kissen präsentiert. Schön gemacht. Das ist die Uhr, um die es geht. Eine Orient-Uhr. Es ist eine Automatikuhr. Also eine rein mechanische Uhr, die sich automatisch aufzieht, wenn man den Arm bewegt. Ich habe die Uhr bei eBay gekauft, aus den USA importiert, von einem Händler, der Vicosia heißt, kann ich nur sehr empfehlen. Das hat mich so ungefähr 200 € gekostet, inklusive Zoll und ja, Versandgebühren. Der Versand hat den Zoll gleich für mich abgewickelt. Das war recht angenehm. Aber eigentlich gibt es inzwischen keinen Grund mehr, das dort zu kaufen. Es gibt die Uhr auch in Deutschland zu kaufen bei einem Händler, den man im Internet findet unter orientuhren.de, auch für ungefähr 200 €. Also der Grund, dass ich sie damals importiert habe und bei eBay gekauft habe, war ja, dass die Uhr noch nicht verfügbar war. Es gab vorher eine andere Uhr, die so ähnlich aussah, aber hier noch eine zusätzliche Krone hat, wo man den Wochentag dran verstellen kann. Und auch, ich glaube, eine andere Funktion fehlte da noch bei dieser Uhr. Diese Uhr war neu mit diesem Kaliber, wo es nur eine Krone gibt. Und ich wollte die gerne haben und damals gab es die nur über eBay zu kaufen. Ja, in der Uhr drin, wie gesagt, mechanisches Kaliber, keine Batterie, die gewechselt werden muss und man hat echt ein mechanisches Kunstwerk am Arm, wo Federn, Zahnräder drin sind, eine Unruhe drin sind, auf Rubinen gelagerte Zahnräder. Ja, das hat eine ganz eigene Faszination für mich. Und diese Uhr macht richtig Tick-Tack innerlich, wenn man die mal ans Ohr hält. Ist was ganz Besonderes in der heutigen Zeit. Sie hat ein japanisches Kaliber drin, ist eine japanische Uhr. Die Firma Orient ist japanisch. Sie gehört zu den wenigen Herstellern weltweit, die ihre eigenen Kaliber herstellen, ihre eigenen Uhrwerke herstellen und das auch nur für sich selbst herstellen. Das Kaliber heißt F6922 und ja, ist da drin. Die Uhr kommt an einem Edelstahlarmband, ist ja dieser Taucheruhrstil. Dazu passt das Edelstahlarmband ganz gut. Wir haben hier eine Sicherheitsfaltschließe, die man erst hier öffnen muss und dann an den beiden Seiten drücken muss. Und dann geht die erst auf. So kann man die Uhr kaum verlieren. Wenn sie dann am Arm ist, sieht das so aus. Ich habe ein relativ schmales Handgelenk und trotzdem sitzt die Uhr ganz gut darauf, finde ich. Ist natürlich auch kein Leichtgewicht, das muss man dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, was sie genau wiegt. Die Maße habe ich mir mal eben aufgeschrieben. Hier die Breite, also der Durchmesser 42 mm. Die Bandanstöße sind 22 mm breit.
Das Band ist auch ziemlich breit. Ja, das wird kaum enger hier. Vielleicht 20 mm breit, würde ich mal sagen. Die Uhr ist 13 mm hoch. Also ein ganz schöner Klopper, den man da am Arm hat. Ich finde es aber ganz angenehm. Außer vielleicht im Sommer, an einem heißen Tag, würde ich, glaube ich, eine andere Uhr wählen. Schon wegen des Spitzens, wenn die so schwer hier drauf liegt. Ja, aber davon abgesehen, die Uhr soll ja so schwer sein, finde ich das recht angenehm. Man weiß halt, dass man eine Uhr angezogen hat, wenn man diese Uhr angezogen hat. Und man spürt die am Arm. Und man spürt, wie wertig die ist. Auch wenn sie nur 200 € gekostet hat, steht sie im Wertigkeitsempfinden viel teureren Uhren kaum nach. Ja, man merkt, man hat was am Arm. Ja, und das Armband gefällt mir auch sehr gut, ist größtenteils gebürstet, zum Teil aber auch poliert hier in der Mitte, diese Streifen. Ich habe da schon ein paar Kratzer reingemacht, aber durch dieses gebürstete sieht man das kaum. Das Gehäuse selbst von der Uhr ist oben auch gebürstet, an den Seiten jedoch poliert. Der Boden ist ja, ohne Glas, also man kann nicht reingucken. Ist halt eine echte Taucheruhr. Aus Dichtigkeitsgründen hat man schon diesen Edelstahlboden, der ist sehr schön graviert. Da hat man zwei Delfine drauf und ein bisschen Schrift. Und der Boden ist verschraubt wegen der Dichtigkeit. Was gibt es noch zu sagen zu dem Armband? Die letzten Glieder, die hier direkt an der Uhr, also was hier zwischen den Hörnern sitzt, direkt. Das ist hohl. Ja, das Armband an sich ist voll, aus dem Vollen gearbeitet. Jedes Glied ein Stück Stahl, kein Blech, sondern dicker Stahl. Aber die letzten Glieder sind halt hohl und aus Blech gefaltet. Aber für den Preis von 200 € ist das vollkommen okay. Außerdem stört es mich persönlich überhaupt nicht, weil hier eigentlich kaum etwas klappert. Sonst hohle Glieder neigen dazu, lauter zu klappern, aber das kann ich hier eigentlich nicht feststellen. Ja, machen wir weiter bei dem Gehäuse. Die Krone ist geschützt mit diesem Kronenschutz hier, dass wenn man irgendwo gegenstößt, dass dann nicht die Krone kaputt geht. Die Krone selbst hat noch einmal ein Orient-Logo drauf, ganz klein. Die Krone ist verschraubt wegen der Wasserdichtigkeit. Man muss die also erst herausschrauben. Die springt dann irgendwann, zack, jetzt ist sie draußen. Man kann die Uhr handaufziehen. Sie ist eigentlich automatisch aufziehend, aber vielleicht will man mal ein bisschen nachhelfen, weil man sie lange nicht getragen hat, ein paar Stunden. Kann man sie auch mit der Hand aufziehen. Wenn man die Krone noch eine Stufe weiter rauszieht, kann man das Datum verstellen. Indem man nach unten dreht, verstellt man den Tag. So kann man den ganz schnell verstellen. Wenn man sie mal hat liegen lassen, geht sie ja irgendwann, bleibt sie ja stehen. Und wenn man sie dann wieder trägt, dann will man ja schnell, möglichst schnell das aktuelle Datum einstellen können. Wir haben heute den 9. Da ist er. Wenn man in die andere Richtung dreht, verstellt man den Wochentag und zwar zweisprachig. Kommt immer Englisch und dann die andere Sprache. Ich glaube, es ist Spanisch. Sondern Sonntag. Der Sonntag ist sehr schön in Rot gehalten. Gefällt mir sehr gut. Weiß man, dass man frei hat. Heute ist aber leider nicht Sonntag, sondern Freitag. Und wir haben die englische Version. Die Uhr schaltet dann Mitternacht immer ganz kurz auf Spanisch und dann wieder auf Englisch auf den nächsten Tag. Wenn man die Krone noch weiter rauszieht, zwar jetzt am besten, dann bleibt der Sekundenzeiger stehen. Das hilft es einem, die Uhr sekundengenau zu stellen. Jetzt kann man auf eine andere Uhr gucken, kann sagen wir mal sagen, die ist jetzt gleich 6 nach 6. Und wenn die andere Uhr auf 0 Sekunden steht, dann drückt man wieder rein und die Uhr läuft wieder an.
So hat man sie sekundengenau gestellt. Ob das so viel Sinn macht bei einer Automatikuhr, sei dahingestellt. Weil eine Automatikuhr wird nie als mechanische Uhr nie so genau gehen, wie eine Quarzuhr geht. In diesem Fall hier habe ich sehr viel Glück. Habe ich ein gutes Kaliber erwischt. Gut justiert anscheinend vom Werk aus. Diese Uhr geht ungefähr 4 Sekunden vor, täglich. Das ist nicht viel, ist sehr ordentlich. Ja, hier draußen ist diese für Taucheruhren typische Lünette. Die lässt sich nur in einer Richtung drehen. Das ist auch typisch Taucheruhr. Da geht es darum, genau die Auftauchzeiten zu berechnen. Ja, man stellt jetzt beispielsweise, wenn man von unten auftaucht, macht man einen Stopp in einer bestimmten Wassertiefe und stellt dann hier diesen Index auf den Minutenzeiger und wartet jetzt beispielsweise ab, bis der Minutenzeiger hier steht. Dann hat man eine Pause von 15 Minuten gemacht und kann weiter auftauchen. Ja, oder meinetwegen 5 Minuten, 10 Minuten, da gibt es verschiedene Auftauchzeiten. Daher kommt diese Funktion ursprünglich. Inzwischen hat natürlich jeder Taucher einen Tauchcomputer um und braucht keine mechanische Uhr mehr dafür mit einer Lünette. Aber man kann sehr schöne Sachen damit machen. Erstmal kann man, wenn einem langweilig ist, schön dran drehen. Man kann aber auch zum Beispiel schauen, wenn ich jetzt weiß, wann ich Feierabend habe, zum Beispiel, das sind meinetwegen, jetzt fange ich an zu arbeiten, dann weiß ich, in 8 Stunden habe ich Feierabend. Dann kann ich das hier so hinstellen und wenn der Stundenzeiger hier wieder ankommt, dann weiß ich, jetzt ist die erste Überstunde, zweite Überstunde, ich könnte langsam mal nach Hause gehen. Dritte Überstunde, so jetzt wird es aber Zeit, kann ich gehen. Man kann es auch zum Eierkochen verwenden, man kann dann ich gar nicht so weit drehen müssen, hier auf den Minutenzeiger stellen, wenn man die Eier reingibt ins Wasser und weiß dann, nach 7,5 Minuten sind sie halb durch, in einer guten Konsistenz, kann man sie wieder rausnehmen. Ja, kann man hier 10, 5, 6, 7. Ja, so ist die Lünette verwendbar. Ist eine schöne Sache, schöne Spielerei, sieht vor allen Dingen toll aus. Ich habe die Uhr, habe ich überhaupt schon gesagt, wie die heißt? Diese Uhr hat auch einen Namen. Sie heißt Ray. Ja, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist, aber allgemein reden alle davon, dass das die Ray ist. Und in meinem Fall ist das die Blue Ray, weil ich sie in Blau habe. Ein wunderschönes Ziffernblatt in Blau mit einem Sunburst-Schliff, wo so die Linien durch die Mitte durchgehen. Gibt sehr schöne Lichteffekte. Zusätzlich ist es noch mattiert, das Ziffernblatt. Warum, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich hätte es glänzend besser gefunden, wegen dieses Sunburst-Effektes. Die Indizes, die da drauf sind, sind aufgesetzt, also nicht einfach mit dem Drucker drauf geklatscht, sondern bestehen aus einem Stück Metall mit sehr schön viel Leuchtmasse drin. Man sieht es, glaube ich, schon, wenn ich die Hände drum lege, wie schön das im Dunkeln leuchten kann. Wenn es jetzt richtig dunkel wird, dann leuchtet die Uhr wirklich fantastisch. Und auch lange, also man kann auch mitten in der Nacht zur Not erahnen, wie spät es ist. Ja. Leuchtmasse ist hier auch an diesem Index an der Lünette. Die Lünette selbst ist auch ja, satiniert oder in matt gehalten, nicht hochglänzend. Ja, das so zum Äußeren. Ich kann sagen, also ich kann diese Uhr sehr empfehlen. Also wer eine schöne Uhr sucht und wer eine schöne Taucheruhr sucht und vielleicht mal eine Rolex Submariner gesehen hat und dachte, oh, das ist aber eine schöne Uhr. Und dann später festgestellt hat, dass diese Uhr ein paar tausend Euro kostet und dem das zu teuer ist. Für 200 Euro kann man eine sehr schöne Uhr bekommen, die ähnlich im Stil ist. Also ist keine Kopie, aber halt dieser Stil der Taucheruhren ist hier gewahrt. Von den Maßen her 42 mm im Durchmesser, Bandanstöße 22 mm, sieht am
Arm sehr gut aus, auch wenn man ein schmales Handgelenk hat, so wie ich. Es gibt hier diesen roten Sekundenzeiger, schönes, wunderschönes blaues Ziffernblatt mit aufgesetzten Indizes, aufgesetzten Markenzeichen. Wirklich eine sehr schöne Uhr. Ja, das war's. Das war das Review dieser Orient Blu-ray. Und vielleicht dann bis demnächst, stelle ich euch vielleicht noch meine anderen Uhren vor. Tschüss!